Hey guys, it's me, Francis. Welcome to the mansion. Freunde und herzlich willkommen hier wieder in Los Angeles. Wir sind hier momentan auf der VidCon 2014, der größten YouTube-Messe der Welt, ne? Ja, ist so. Habe ich auch gehört. Munkelt man. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Es wird ziemlich spannend. Hier rennen ja viele große YouTuber rum, die wir gar nicht erkennen würden werden. Und das, aber die kenne ich schon. Das Lustige ist, uns wird hier keine einzige Sau erkennen. Das ist das Schöne. Niemand, kein Schwein, Entschuldigung, kennt uns hier. Und deswegen Entschuldigung. Ja, jedenfalls ich. Ja, der ist der eine Schwanz, der uns erkennt. Ja, gerade so. It ain't over till it Klavin over. Ja, nee, wieder falsch ausgesprochen, aber ist egal. Klavin over. Klavin Opa. Ja, Klavin Opa ist auch da am Start. Ja, das wird toll heute. Aber schöne Witzkomm. Lieber Klavi, lass uns erstmal über die Messe zittern. Ja, dann können wir immer noch Kanaster spielen. Dieser Mann hat 10 Millionen Abonnenten auf YouTube. Hello, film crew. Yes, I'm very famous. Speak to my lawyer. Ja, wir sind mit einem großen amerikanischen YouTuber, groß im allen Sinnen des Wortes, Boogie. What brings you to VidCon? Just an opportunity to meet the fans and give back to them, man. I mean, without people watching YouTube, I'm nothing. So, opportunity to shake some hands and sign some autographs and just hang out with those guys, you know? Do people realize that you're just playing a role in the videos? Most of the people here seem to have figured that out, but a lot of the times I will meet somebody and they'll expect Francis and they'll expect me to say, "Hey guys, it's me, Francis," and then they get upset when they hear my real voice. They're like, "Oh, maybe that's not him, maybe that's somebody else." Does Francis have anything to say to Germany? Come on, Germany, let me in. You guys won't let me in. I know you want. You say I'm too fat. I'm not fat for Germany. Ich stehe einfach drauf, wie er die ganzen Leute verarscht, indem er so tut, als wäre er dumm. Und die ganzen Kommentatoren, die wollen genau das sehen. Die wollen darüber upragen, wie dumm andere Leute sind. Dieser rote Teppich, er verwirrt mich. Wo führt er hin? Zu keiner Tür, zu keinem Weg. Es ist der kleinste rote Teppich der Welt. Dass ich jetzt mal eine ruhige Minute habe mit euch. Hier da vorne kommt schon wieder so eine Horde. Ja. Ey, vorhin, ich habe so Aufnahmen gemacht. Warte, ich kann ich sogar zeigen, kann ich sogar in die Kamera. Die Kamera kann meine Kamera filmen. Ich habe das vorhin so, das ist der Wahnsinn gewesen. Hier laufen sie. Man sieht es ganz, ganz klein am Horizont irgendwo, aber da laufen sie alle auf mich zu. Und weißt du, das, der Wahnsinn war ja dann danach erstmal. Ich lag quasi, also ich wurde umgerannt, weißt du. Zack, da lag ich. Meinte gerade eine, oh look, it's a German YouTuber over there, I shall go to him. Ja, Gronkh hat seine eigene Traube. What the fuck? Kelly, wie findest du es hier eigentlich? Was sagst du dazu? Kelly ist heute wieder echt so lustig. Jetzt rede doch mal was. Kelly ist berühmt. Kelly wurde erkannt von jemandem. Was? Sie spricht Deutsch. Oh mein Gott. Es ist so krass. Ich habe das Gefühl, hier sind nur Mädchen, die mit 100 Dezibel schreien. Also es ist, meines Wissens, Gefühls, keine Ahnung, wird hier noch mehr abgegangen als auf dem Videoday. Die Rolltreppe hoch, um hinterher zu kommen, dass die Rolltreppe fast einstürzt. Das ist so krass. Ja, ich war natürlich mittendrin und hab mitgemacht, weil, boah, da war das so hart, wenn du den finde ich voll geil. Oh.
Ja, hallo liebe Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem schönen VidCon-Video. Endkärtchen ist die Endcard. Da kann man immer so andere Videos anklicken und da gibt es zufällig eins, wo die Kelly strippt. Und das konnte ich angucken, auf dem Strip natürlich von Las Vegas ist sie da unterwegs. Und obendrauf gibt es noch ein schönes Video, was kannst du da machen hier? Achterbahn und so, ne? Ja, Achterbahn fahren. So, und jetzt hier erstmal eine Runde strippen, ne, für die Zuschauer. Ich bin aber weg. Ich will dein dreckiges Geld nicht.